Und hallo, hallo zur nächsten Folge 7 Days Solo Adventure der Alpha 16. Aldur ist am Start, Aldur ist in der Stadt. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr es ja schon. Wir suchen ein vernünftiges Haus. So. Dann wollen wir doch wirklich mal. Ah, jetzt wird es auch ein bisschen Zeit. Oder man nimmt sich einfach einen Wasserturm. Hey, Dickerchen. Warum haust du ab? Ich wollte gerade sagen, komm her. Ja, auf den Kopf. So. Immer schön auf den Kopf zielen. Ich weiß, mache ich auch nicht immer. Okay, ein bisschen was angezogen haben wir uns. Ich möchte doch nur ein Steinhaus. Ein kleines, süßes Steinhaus. Das da vorne sieht auch interessant aus. Was ist hier noch so? Nee. Das ist der angesprochene Wolf. Aber es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt einen schwarzen und es gibt einen grauen. Und der graue, der ist, naja, gut. Man kann ihn töten. Auch schon früh. Der schwarze ist ein bisschen stärker. Deswegen mache ich jetzt gerade noch einen kleinen Bogen. Da hinten ist er. Dass der mich bloß nicht spürt. Aber das Nest will ich mitnehmen. Ich weiß aber noch nicht, ob die auch Zombies sind. Oh, die Kirche könnte man auch nehmen. Die müsste auch aus Stein sein. Soll ich mich in die Kirche? Hätte ich auf jeden Fall erstmal Ruhe. Das war jetzt schlecht hochgebaut, würde ich so sagen. Okay. Einen nehmen wir mal weg. Dann schauen wir doch mal, was wir hier aufräumen müssen. Schöner Friedhof vor meiner Haustür ist doch. Schauen wir uns erstmal hier rum. Keine Überraschung von hinten. Danke, Fabius. Lass mal 17:30 da. Ja, wenn's klappt, ja. So, jetzt zerlegen wir die. Wir haben Honig gefunden. Jetzt muss ich ja wirklich aufpassen. Diese offenen Gräber, da könnten welche drinnen hocken, ne? Ah, und da ist eine Big Mama. Angelehnt an der Kirche. Wo ist denn dein Kopf? Ich sehe deinen Kopf nicht. Jetzt aber. So, da ist keiner drin. Muss erstmal den Friedhof säubern, glaube ich. Da sitzt keiner drin. Ich habe ja wirklich keine Lust auf Überraschungen von hinten. Sitzt auch keiner drin? Da ist ein Fuggelnest. Da. Hi, Jenny. Hi. So. Da sitzt auch keiner drin. Da auch nicht.
Da auch nicht. Das hat mich ja eben überrascht, dass da einer drin saß. Ja, dann klopfen wir mal an. Halli, hallo, Halli, hallo. Dann nehmen wir wirklich die Kirche. Das wird interessant. So eine Friedhofskirche hatte ich noch nicht. Jetzt kommt das mit den Sleepern. Da musst du ganz schön aufpassen, sonst überraschen sie dich. Da vorne ist einer, da vorne ist einer. In der Ecke ist schon mal keiner. Wenn du sie früh genug siehst, kannst du sie eventuell mit einem Pfeil erledigen. Wenn nicht, ja, passiert das. Oder halt mit, oh, mit viel Pech wirst du ganz schön überrascht. Ey, lass mein neues Haus in Ruhe. So geht das nicht. Das ist schön klein, das Haus. Das nehme ich wirklich. Hier ist ein Sarg. Kann man gleich schon was reinwerfen. Dass wir noch ein bisschen was looten können. Die kommen auch hier hin. Federn haben wir auch schon einige. So. Haben wir ein bisschen Platz zum Runden. Alles, was hier drin ist, können wir dann auch noch machen. Alles rundrum. Oh. Vor der Haustür gleich ein Bär. Ist das geil. Warum? Wer hat denn jetzt gesagt, dass der Bär hier hinkommen muss? Jetzt greift er den Zombie an. Gut zielen, nicht, dass ich den Bär angreife. Oh, lass den Zombie doch jetzt mal in Ruhe. So, jetzt fressen noch. Ist doch okay. Will dir auch was zu essen gönnen, damit du dick und fett wirst? Oh. Damit ich dich dann besser fressen kann? So, das wird mein Ausgang. Weil ich muss ja noch ein bisschen farmen. Wenigstens Holz und Stein und so haben. So. Äxte könnten wir noch ein paar machen. Frames haben wir noch zum Reinkommen. Ich sag ein paar und ich mache eine. Aber es alles okay. Irgendwo ist da noch einer. Kommt schon gleich. Oder auch nicht. Ja, so hinterm Haus direkt eine Parkanlage mit ganz vielen Bäumen. Ganz gut. So. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen was abbauen. Steine müsste ich jetzt gerne noch finden. Da hinten sehe ich doch Steine. Steinig, 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 stein.
Und ein Zombie dabei. Ah, ich weiß, dass du mich magst. Ja, das war ein wenig. Ach, keine Pfeile mehr. Machen wir so. Habe ich mir nicht mehr genug Pfeile gemacht? Ja, das meine ich. Der hat nämlich ganz oft Mechanical Parts mit. Das ist auch neu. Und das ist gut. Du brauchst nämlich nicht gleich eine Wrench, um die zu kriegen. Du musst einfach nur ein paar Skaterpunk-Zombies kaputt hauen. Und du wirst einige Mechanical Parts brauchen, weil mit dem Strom, das läuft nämlich alles über die ganzen Parts. ...1924, ist okay. Können wir noch ein bisschen farmen. Machen wir noch eine Steinaxt nebenbei. Das drücke ich mir mal rein. Ja, um anzumerken, die Mod wegen Essen und Trinken habe ich mir auch von Welkwei geholt. Guter Freund, guter Kollege geworden. Spätestens seinem Hardcore-Event. da könnt ihr natürlich bei ihm auf dem Channel unter seinen 7 Days Videos auch diese Mod, also den Link zu der Mod finden. Und auch eine Beschreibung, wie man sie reinmacht. Oi, Jenny. Oh, ganz schön viel. Auch alleine 100 Steine, um auf jeden Fall nochmal Pfeile zu machen. Und den Rest, um noch ein paar Sachen herzustellen. So 150 auf jeden Fall, okay. Essen. Ich habe ein bisschen was zu essen mitgehabt. Ich habe aber noch keinen Topf oder so, ne? Theoretisch müsste ich da jetzt auch noch mal gucken. Holz habe ich auch erstmal ein bisschen was. Weiß ich auch nicht genug. Ja, Ressourcen sind immer so eine Sache. Und die Ausdauer geht ziemlich schnell runter. Man muss erst einiges skillen. Nochmal 20, falls ich da jetzt gleich noch am Top suchen will. Ja, nachladen ist eine gute Idee. Hast du einen Topf mit? Nein. Aber Wasser. Immerhin. Dann gucken wir mal, ob wir ins Nachbarhaus gehen können. Ist gerade immer so ein bisschen mit der Gewissheit, dass der Bär nicht in der Nähe ist. Weiß nicht, wo er hingegangen ist. Gucken wir noch mal einmal rein. Okay, der ist nicht gleich drauf gegangen. Oh. Jetzt aber. Und gleich daneben ist ein Vogelnest. Da sitzt einer, da steht einer. Ich will eigentlich nur kurz in der Küche. Könnt ihr mich einfach nur kurz in der Küche gehen lassen? Da bist du mir nur im Weg, ne?
Weil irgendwie, bei manchen kriegt man es hin mit einem Schuss, bei manchen nicht. Was wir hier zu finden, nehmen wir erstmal mit. Essen ist schon mal gut. Das auch. Holzstuhl auch. Das brauchen wir nicht. Den will ich. Essen ist gut. Ah, ein Topf wäre schöner. Natürlich, kein Topf. Ah. Mann. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Hi, Prinny, jetzt unterwegs und Mama beim Tragen helfen. Ja, mach was Vernünftiges, das ist gut. Das ist immer schön. Eltern helfen. Kein Sniper? Okay. The Ranch? Schön. Schön. Das einzige, das, was ich gesucht habe und gehofft habe zu finden. Was willst du denn hier? Jetzt mein Haus. Warum? Warum hört ihr auf mich, dass sie wieder geht? Na, war ja komisch. Essen. Schön. Zombie noch erledigen. Oh, bist du laut. Ey. Wir haben wirklich ein lauter Zombie. Wir haben's. Okay. Wir gehen hinten rein. Vorne habe ich so ein wenig Bammel wegen dem Bären. Wo sind wir denn rausgekommen? Hier, ne? Ah. So. So. Nehmen wir den Mittleren weg. Dann soll das gehen. So. Okay, wir gehen mal rein. Zumachen. Die eine Seite kann man sowieso zumachen. Hier drin haben wir auch noch ein bisschen Holz. In so einer Kapelle war ich wirklich noch nicht. So. Fenster zu, damit sie mich nicht sehen. Ich hoffe, ich habe genug Holz. Muss ich wenigstens die Fenster erstmal zu? Nein, natürlich nicht. Ach ja, eine coole Kapelle, ja, finde ich auch. Kann auch sehr interessant werden. Kann natürlich auch total in die Hose gehen. So wie ich es mir gerade vorstelle. Aber. Probieren es einfach mal. Weil du hast erstmal noch einen kleinen Schutzwall für den Anfang. Mit dem Zaun darum. Dann
Macht, bin ich zu klein für. Guten Abend, liebe Gemeinde. Wir wollen nun den Abendgottesdienst einläuten. Ding, 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 ding. So. Das sieht doch auch ganz cool aus. Das braucht keiner. Ich. Ja, das Tierfett nehme ich. Ich brauche Kisten. Dafür brauche ich jetzt erstmal hier Platz. Ich lasse die Folge mal noch so lange laufen, dass ich so die Grundsachen drin habe. Und wenn es dann langweilig wird in der Nacht, höre ich auf mit der Folge. So, wir nehmen keinen Platz. Holzstören zerlegen. Tierfett dahin, dann kommen die Kisten gleich dahin. Truhe. Wie viel kosten die? Kann ich erstmal zwei machen? Dann machen wir. Sollte erstmal reichen. Wir machen. Wie machen wir das? Da unten können wir ganz aushöhlen eigentlich, ne? Okay. Oder nicht? Oder doch? Doch. Machen wir da eine hin und da eine hin. Da kommt Essen. Essen, Essen. Essen. Das war schon ein Essen? Nee, ah ja, ist noch Babys. So, da kommt Rest. Die kann man morgen setzen. So, da haben wir auch noch ein bisschen was drin, das kann man auch noch zuteilen. Essen, Essen, oh, und Medizin. So, die können weg. Ich habe Gläser, Essen. Nehmen wir gleich. Das ist mir egal mit dem Spawn. Weil ein bisschen Licht möchte ich jetzt haben. Oh. Obwohl. Ich weiß, was hier besser ist. Na gut. Ist halt ein Block, ne? Das Kreuz hält die Fackel. So, wichtig ist Aufbau. Okay. Safe kümmern wir uns später mal irgendwann drum. Das heißt, wir skillen erstmal, weil das ist noch was Wichtiges, was ich in der Folge noch reinbringen wollte. Das Skillen ist nämlich auch anders geworden. Wir haben Waffenschmied. Kann man für 3 Punkte skillen? Machen wir. Werkzeugschmied. Skillen wir auch für 3 Punkte. Und haben noch 6 Punkte und jetzt muss ich überlegen. Überlebende und Kamel könnte ich. Muss aber nicht. Ich würde lieber auf Bergarbeitermeister und einen noch in sonstiger Handwerksmeister. Weil vom Aufbau, also von den Sachen, die geskillt werden, ist außer der Wissenschaft alles noch ziemlich gleich, minimal abgeändert. Aber wie man es skillt, mit der Punktevergabe und dass nur noch sowas wie Bauwerkzeuge und Bergbauwerkzeuge sich so mit skillen, Bogenschießen, Klingenwaffen, stumpfe Waffen natürlich noch. Ja, diese ganz normalen, ne? Die skillen sich noch mit. Athletik. Aber was hat sich denn vorher mitgeskillt? Genau, der Werkzeugschmied und so hat sich auch mitgeskillt vorher. Das kann man nur noch selber. Nur noch mit Punkten. Und Painting kann man nachher auch machen. Das muss man normal alles lernen. So.
Damit würde ich jetzt diese Folge beenden und mich in der Nacht ein wenig aufbauen. Dann sage ich bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein neues Abenteuer in 7 Days. Bye bye.